Ja, Freunde, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. In diesem Video geht es um Präsenz. Ja, genau genommen geht es um den KNX Präsenzmelder der Serie Atmo aus dem Hause Easylux. Und was der alles kann, und das ist einiges, das zeige ich dir nach dem Intro. Bis gleich. So, schön, dass ihr noch da seid, das freut mich. Wie gesagt, in diesem Video geht es um Präsenz und zwar genau genommen den KNX Präsenzmelder Atmo aus dem Hause Easylux. Ja? Und diesen KNX Präsenzmelder, den gibt es in drei Ausbaustufen. In der Ausbaustufe T, in der Ausbaustufe A und in der Ausbaustufe O, so wie ich ihn hier habe. Ja? Und diese Ausbaustufen haben auch was mit der Sensorik zu tun. Und das erkläre ich jetzt kurz. Also, der Atmo T, der hat drin Passivinfrarot und Akustik. Ja? Diese dienen zur Präsenzerfassung. Steuern kann ich mit dem die Temperatur und das Licht. Der Atmo A, der hat das gleiche drin wie der T. Das heißt, Temperatur, Licht zum Steuern, Passivinfrarot und Akustik zur Präsenzerfassung. Allerdings hat der T noch die Luftfeuchtigkeit mit drin. Das heißt, eine Sensorik mehr für die Luftfeuchtigkeit. Der Atmo O, der hat alle sechs Sensoren drin. Das heißt, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, Passivinfrarot und Akustik zur Präsenzerfassung. Und der hat noch drin eine Sensorik für die Luftgüte. Also zur Erfassung der VOC. Das sind die sogenannten flüchtigen organischen Verbindungen. Ja? Und was das genau ist, dazu kommen wir in diesem Video noch. Somit sind die KNX Präsenzmelder der Serie Atmo, ja? Die sorgen mit ihrer Multisensorik für eine energieeffiziente Optimierung von Raumluft und Beleuchtung. Also das ist wirklich eine tolle Sache, ja? So viel Technik in so einem kleinen Präsenzmelder. Sprich, wir haben hier eine umfassende Multisensorik drin für intelligente Licht- und HLK-Steuerung, ja? Also Heizung, Lüftung, Klima. Durch bis zu 6 Sensoren in nur einem Gerät drin, ja, sorgt dieser Präsenzmelder für eine optimale Helligkeit sowie ein produktives Wohlfühlklima am Arbeitsplatz. Und das bei maximaler Energieeffizienz. Also alles in einem Gerät. Ist ein kleines Brain. Die Einsatzgebiete sind natürlich Großraumbüros, aber auch Klassenzimmer, Sanitäranlagen, Fitnessstudios. Also er ist vielseitig einsetzbar. Das heißt, wir haben auch eine gewerkübergreifende Steuerung in KNX-Anlagen. Er erfasst also nicht nur die aktuelle Lichtsituation, sondern auch Veränderungen der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und in der höchsten Ausbaustufe, so wie ich hier sie habe, der Luftgüte. Und dazu kommen wir gleich. Kommen wir kurz zur Luftgüte. Ja? Also er misst auch den VOC-Gehalt. VOC bedeutet Volatile Organic Compounds. Das sind anthropogene Ausdünstungen. Zum Beispiel aus Kunst und Baustoffen, Möbeln, Teppiche, aber auch durch den Menschen. Insbesondere, wenn mehrere Menschen in einem Raum zusammenkommen. So, und damit ist VOC eine Alltagserscheinung. Ja, also das heißt, was völlig Normales. Und in zu hoher Konzentration wirken sich Mischgase wie VOCs negativ auf die Gemütslage aus und verursachen Symptome wie Augenreizen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder auch Schwindelanfälle. So, und der Atmo-Präsenzmelder, der optimiert die Luftgüte mit seiner Sensorik automatisch, beseitigt darüber hinaus aber auch das Problem mit dem CO2. Denn es ist so, befinden sich in einem Raum mehrere Menschen, steigt der CO2-Gehalt in der Luft in ähnlichem Maße wie der VOC-Anteil. Aktiviert jetzt der Präsenzmelder die Lüftung bei Überschreitung eines bestimmten VOC-Wertes, reduziert er schon fast nebenbei auch das CO2. Ein klassischer Mitnahmeeffekt. Also wirklich eine tolle Sache, ja? Also Elektrotechnik war anders hier. Also der kann schon einiges, der Präsenzmelder. Der Atmo schaltet die Geräte nicht nur präsenzabhängig, sondern steuert sie im Betrieb auch nach tatsächlichem Bedarf. Dadurch arbeitet zum Beispiel die Lüftungs- und Klimaanlage im Betrieb nur so intensiv, wie es wirklich erforderlich ist. So, und das Ganze schauen wir uns jetzt mal in der ETS-Software an. So, dann schauen wir uns das mal an. Also in der ETS, ja, das ist die Software hier für KNX.
Da gibt es ja zahlreiche Parametrierungsmöglichkeiten für die Luftgütesteuerung. Ja? Aber der Atmo, der kann zum Beispiel seine Messwerte per Telegramm an die Klima- oder Lüftungsanlage senden. Ja? Auf dieser Basis steuert diese dann ihren Betrieb. Der gemessene Wert, ja, der lässt sich dabei zusätzlich mit einem Offset anpassen, zum Beispiel an Werte anderer Messgeräte. Ja. Der Atmo, ja, der kann die Steuerung der Klima- oder Lüftungsanlage aber auch selbst übernehmen. Und das lässt sich mit Hilfe von 3 Schwellwerten umsetzen. Überschreitet jetzt die Luftgüte einen dieser Schwellwerte, ja, dann schickt der Atmo zum Beispiel ein Ein-Aus-Telegramm über den KNX-Bus. Ja. Außerdem kann er bei Überschreiten eines Schwellwertes, ja, auch ein akustisches Signal ausgeben. Also ihr seht es, Freunde, der Atmo, der ist schon sehr, sehr vielseitig, ja, mit seiner ganzen Sensorik drin. Ja, also ist wirklich eine tolle, tolle Sache. Des Weiteren kann der Präsenzmelder auch noch 2 Lichtkanäle steuern. Ja, das heißt, in einem Raum mit einseitigem Lichteinfall, ja, kannst du die Energieeffizienz durch ein Offset noch einmal verbessern. Der Atmo realisiert eine Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung und steuert auch die Heizung, Lüftungs- und Klimaanlage. In der Planungsphase sollte man noch beachten, dass der Luftgütesensor noch eine 30 Volt Spannungsversorgung benötigt. Ja, das heißt hier, ich habe hier ganz normal meinen Busanschluss und hier habe ich nochmal einen Anschluss für die 30 Volt Spannungsversorgung. Ja, und der Melder sollte natürlich so positioniert werden, dass er die relevante Raumfläche auch abdeckt. Ja. Bei Bedarf kann man natürlich durch einen weiteren Melder das Ganze erweitern. Ja, der Präsenzmelder aus dem Hause Easylux der Serie Atmo. Ja, wirklich ein tolles Teil, klein mit großer Wirkung. Ja, im Großen und Ganzen ist das ein toller KNX Präsenzmelder, definitiv, ja. Ich bin begeistert, wir haben hier ein kleines Gerät, ja, wir haben hier drin bis zu 6 Sensoren in einem Gerät. Wir haben eine einfache Installation, wir haben eine Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung, ein bedarfsabhängiges Steuern von Lüftungs- und Klimaanlagen und es gibt ihn in 3 Ausbaustufen für verschiedene Anforderungen. Ja, Freunde, das war's auch schon von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, drück unten bitte auf Abonnieren. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, bis dann. Ciao.